So, Nadine, also wir decken jetzt den Tisch ein, heute fürs Mittagessen, Dreigangmenü. Ja. Erst einmal ziehen wir jetzt alles ab, ja. Immer auch die Tischdecken dann schön einschlagen, dass die Brösel nicht am Boden fallen. Dann decken wir hier diesen Tisch ein. Ich zeige dir jetzt die große und du probierst das mit der anderen. Ja. Alles klar? Hallo, herzlich willkommen im Hotel Don Bosco. Ich bin hier Ausbilderin, mein Name ist Cornelia Pessler. Ich bin mittlerweile 10 Jahre da. Ja, ich bilde hier die Jugendlichen aus als Hotelfachleute und Fachkräfte im Gastgewerbe. Es ist sehr vielseitig. Die Bereiche im Hotel bewegen sich über Etagenarbeit, Restaurant, Hotel, Rezeption. Auch die Küche ist dabei, Veranstaltungen, Geburtstagsfeiern, alles. Also es ist nichts anderes, wie wenn du jetzt die kleine Tischdecke hast. Du musst dich nur jetzt nicht so hinstellen, weil die Tischdecke ist ja viel länger. Ne? Und ich schwing's genau hier über die Kante, dann lasse ich oben los, schüttel ein bisschen, wie die Frau Holle, und zieh's dann so aus. Genau, dann liegt der erste Part. Möchtest du? Ja. Schade, tust es dir mal selber aufhalten, weil wenn ich nicht da bin, musst du es ja auch. Außer wie ein Vogel, oben Finger drauf. Genau. Jetzt schwingst du schräg. Genau, geh ruhig zum Tisch hin, schwing schräg. Siehst du, perfekt. Ist ein bisschen schief. Ja, das macht nichts. Genau, und schau, du bestimmst, wie lang wir sind. Ja, das passt. Ja. Die Leute hier sind super lieb, nett und mit den Gästen zu arbeiten macht sehr Spaß. Und ich liebe es, wenn die Gäste dann lächeln und einfach es ihnen auch gefällt und dann fröhlich sind. Da ist man selber dann auch so. Ja, da fühlt man sich auch einfach total wohl, wenn es den Gästen gut geht. Ja, weil die Jugendlichen ja gerade jetzt bei uns eben auch da in die Richtung viel Unterstützung brauchen. Und da geben wir ihnen hier, ja, muss ich schon fast sagen, wie so ein Zuhause, dass sie sich hier wohlfühlen, dass sie hier ankommen können. Und das ist halt ganz wichtig, weil sonst funktioniert das Wissen vermitteln auch nicht. Unser Schwerpunkt sind im Grunde immer junge Erwachsene und Jugendliche, die sich schwer tun am Übergang von Schule zum Beruf, zur Integration in Arbeit, in Arbeitsmarkt und Gesellschaft. Gefördert im Regelfall durch die Bundesagentur für Arbeit, zum Teil dann, wenn es eben im Bereich Familie, Erziehung und so schwierig ist, dann natürlich auch über die Jugendämter. Das sind so unsere Schwerpunkte. In den letzten Jahren war natürlich ein wichtiger Schwerpunkt, was jetzt alles ein bisschen auf die Seite gedrängt hat, so in der öffentlichen Wahrnehmung, die jungen Flüchtlinge, die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, aber jetzt auch generell die Flüchtlinge in der Region, um die wir uns kümmern, in dieser Altersgruppe zwischen 16 und Mitte 20, um denen hier die Integration zu erleichtern und sie eben auch in den Arbeitsmarkt zu bringen, gemeinsam mit anderen Kooperationspartnern. So, nehmen wir den gerade einfach schnell mit ausziehen. Geht. Lukas, könnt ihr das ausschirmen? Lass mal das ausbringen. Füllen wir noch ein bisschen aus, weil das ziemlich lang jetzt. Schön, ich bin bei der Führung. Genau. Mit der Brigitte ist mein Name. Das, wo mir am meisten Spaß macht bei uns in der Einrichtung und auch an meiner Arbeit direkt, der Umgang mit dem Kunden. Natürlich Kunden, in dem Sinn sind das eigentlich unsere Jugendlichen. Wenn man sieht, was wir heranwachsen, wie es alles ohne man, was wir ihnen beibringen, wie sie das dann umsetzen. Wenn man dann sieht, nach dem ersten Praktikum, wenn sie dann zurückkommen und sagen, hey, wir haben brutal viel schon da gelernt. Und wenn man halt dann sieht, wie weit das einfach kämen bei uns, dass wir es in die Ausbildung bringen, ob auf dem freien Arbeitsmarkt oder auch woanders. Und das macht mir bei uns in der Einrichtung sehr viel Spaß. Können wir das schon mal auffüllen? Schau her, tust das aus und stellst das rein. Das halt jetzt unten rein, damit praktisch das, wo jetzt eine neue Ware vom Lager ist, dass das unten reinkommt und die alte Ware nach oben. Die alte Ware, sagt man aber so schön, gell? Genau. Also ich bin der Lukas, bin 16 Jahre alt, mache das Berufsvorbereitungsjahr. Mir gefällt am meisten der Verkäufer.
Und der Spaß an mit dem Kontakt mit den Kunden und das Aufräumen und Einräumen von den Waren. Ja, ich mache auch das berufsvorbereitende Jahr in Mettenheim. Mir gefällt der Verkauf am besten, weil mir das am besten liegt. Und ja, Kunden bedienen, ja, das ist das Beste. Meine Herausforderung? Dass man es halt so vermittelt, dass sie es halt einfach auch verstehen. Manchmal habe ich auch so den Eindruck, dass sie mich nicht verstehen. Aber da ist dann oft einfach wirklich so, muss man ganz ehrlich sagen, untereinander, wenn sie die dann eben gegenseitig helfen. Dass sie manchmal Jugendliche das gegenseitig besser vermitteln können. Wenn sie zum Beispiel der Brückner Lukas versteht, aber der Bumo Lukas nicht. Und dann teilen sie einer die, also die tauschen sie dann aus. Und dann merke ich ja, jetzt hat es aber wirklich gefruchtet. Also es sind, ja, haben halt oft einmal Sachen mit dabei, wo man sagt, naja gut, untereinander funktioniert es vielleicht oft besser, wenn sie mich einfach nicht verstehen. Gell? Also, wir fangen jetzt an. Schauen wir, dass wir die Nudeln halt bevor dem Mittagessen noch fertig bekommen. Und dann müssen sie ja eh trocknen. Da können wir es zum Trocknen legen und dann sind wir fertig. Gell? Und verpacken dann wir es nächste Woche. Ich heiße Kobler Demmelhuber-Rosa, bin seit 1991 in Waldwinkel mit ein bisschen Auszeit, weil ich zwei Kinder bekommen habe und mache seit 2010 hier die Hauswirtschaft, die Ausbildung. Ich bin die Jacqueline Langwieder, ich bin 19 Jahre alt, bin im zweiten Lehrjahr und mache auch den Vollberuf zur Hauswirtschaft und ich helfe der Steffi bei den Nudeln für Nidika. Gleich nach meinen Kindern habe ich wieder was anderes gemacht, bin in der Großküche gegangen und war dann sehr froh, wie hier wieder die Stelle frei geworden ist. Und es ist einfach ja, ganz was anderes, wie ganz, ja, immer nur an der Küche, an dem Herd stehen oder am was zu machen, sondern es fordert natürlich auch, sehr sogar. Und wie gesagt, unsere psychisch labilen Leute werden immer mehr und das ist fast nur ein bisschen schwieriger wie Körperbehinderte. Wenn man kleinere Portionen nimmt, dann kann man das auch allein machen. Gell? Dann hat man eine Hand zum Drehen und eine Hand zum Raustun. Aber wir brauchen definitiv, dass wir zumindest ein paar Packungen zusammenbringen zum Verkaufen. Also selbstgemacht ist dann doch besser, weil man weiß ja, dass man, was man reingetan hat. Und es schmeckt einfach auch besser und frischer, wenn man es selber macht. Ich bin zufrieden, wenn ich weiß, dass ich was geschafft habe. Oder wenn dann jetzt dann die Prüfungen haben und haben es geschafft. Und wenn ich dann wieder Rückmeldung kriege, sie arbeiten da und da. Oder ja, manche haben auch schon inzwischen, sind selber Eltern und haben eine Familie. Das ist, ich freue mich immer wieder, wenn jemand kommt, der früher bei uns war und dann sagt, es passt alles und es läuft und sie meistern ja ein Leben. Also die grünen Nudeln sind die Bärlauchnudeln und die roten sind Nudeln mit Tomatenmark. Das ist ungefähr circa eine Stunde, haben wir halt gebraucht, die alle zu drehen und dann haben wir halt die, glaube ich, jetzt schon zwei oder drei Tage sind die da schon beim Trocknen. Damit die halt wirklich richtig hart sind und dass man die halt dann verwenden kann. Das Ziel ist eigentlich von uns, dass der Jugendliche spüren muss, und auch spürt, dass man hier ein Herz für ihn hat. Dass er auf jeden Fall hier einen Platz hat, wo er sein kann und wo er in den verschiedenen Belangen, die ihn angehen, einfach eine Hilfestellung bekommt. Mir persönlich tut es immer unwahrscheinlich gut, beim Jugendlichen zu erkennen, auch wenn es am Ende der Ausbildung ist, dass er sagt, ich habe es geschafft, ich kann was. Oder er sagt, ich hätte niemals daran gedacht, am Anfang der Ausbildung, dass ich zu dem werde, der ich jetzt heute bin. Dann sind es so kleine Glücksmomente und die lassen vieles vergessen von dem, was während der ganzen Ausbildungszeit einfach da waren. Ärgern, Überlegungen, Problematiken oder wie man manches jetzt wirklich angehen kann oder wie man ihn wieder motivieren kann, dass er pünktlich aufsteht, dass er pünktlich dasteht, dass er seine Arbeit ordentlich macht oder trotzdem durchhält und keinen Durchhänger hat. Oder wenn er einen Durchhänger hatte,
dass man das, also das vergisst man dann in dem Moment, wenn er sagt, ja, ich habe es geschafft. Hallo, ich bin Jürgen Mayer, bin hier Ausbilder in der Elektrotechnik und Elektronik und bin hier seit 9 Jahren tätig. Ich bin der Kevin, bin 20 Jahre alt, mache hier eine Ausbildung als Fachpraktiker für elektrotechnische Systeme und befinde mich derzeit im 3. Lehrjahr. Sag Kevin, schau mal, hast du das hergekriegt zum Bewerten? Habe ich alles da. Okay. Habe ich auch schon eingesteckt. Hast du schon eingesteckt? Schau mal, als erstes machen wir sowieso die Sichtkontrolle. Ja, bin ich ja mittlerweile gewöhnt. Bist du gewöhnt? Schauen wir mal. So, Gesamteindruck der Schaltung. Schauen wir mal, wie du das gemacht hast. Du bist sauber verdrahtet. Was sagst du denn selber? Ja, ist ein bisschen durcheinander, aber ich mach das halt immer so. Also mir macht die Ausbildung schon Spaß. Elektrik hat mich schon immer interessiert und kann mir das sehr gut als meine berufliche Zukunft vorstellen. Wir haben hier in der Elektronikwerkstatt 25 Auszubildende und Berufsvorbereiter. Ungefähr 2/3 bilden wir Elektroniker für Geräte und Systeme aus. Und der Rest sind Fachpraktiker für elektrotechnische Systeme. Das ist ein spezieller Beruf für Jugendliche mit theoretischen Einschränkungen, mit leichten. Da ist der Wert mehr auf Praxis gelegt. Man muss halt ein bisschen kreativer sein in seiner Auswahl der Methoden, als wir vielleicht draußen. Okay, also jetzt schaue ich erst einmal, Schutzleiteranschluss ist der korrekt angeschlossen, weil das ist das Wichtigste, weil der schützt uns. Ist ja die Lebensversicherung. Genau, vom Stromschlag. Also, du hast das richtig rum, ein richtiger Aufbau. Was für einen Schutz muss man drücken, dass die Lampen leuchten? K1-Muster. K1, dann schauen wir mal. Ah, eine leuchtet schon mal. Okay. Eine leuchtet, es müssten aber alle drei leuchten. Nee, ich dachte nur, dass man das halt was schlecht sieht. Die tut nichts, die tut auch nichts. Also die eine geht, die anderen gehen nicht. Das ist, also da hast du schon mal einen Fehler drauf. Aber grundsätzlich kann natürlich jetzt sein, dass die Lampen kaputt sind. Bei 2, das wäre schon ein großer Zufall. Wir haben jetzt da das Pflaster üben. Wir haben da Granitsteine. Was haben die für Größe, Jagita? 8. Wie nennt man die? Granit-Kleinstein. Granit-Kleinstein, richtig. Und mit denen haben wir jetzt da den Weg fertig pflastern. Granitstein, die haben wir diese Fugen. Wie nennt man das? Nicht in den Fugen? Ja, also, dass halt keine Kreuzfugen entstehen. Dass keine Kreuzfugen nicht drin sind, genau. Und der hat vorgeschlagen, 2 machen jetzt das, Jagita und der Flo. Und der Vitus tut zur Prüfung Baumbinden üben. Gut. Ich bin der Eder Helmut, bin Ausbilder im Bereich Garten- und Landschaftsbau bei uns in Waldwinkel da. Mache das mittlerweile seit 8 Jahren. Wir haben 10 Lehrlinge, wir haben BVB, also das berufsvorbereitende Jahr. Wir sind jetzt bei uns in der Übungshalle drin, machen wir aber überwiegend die Pflege bei uns im BBW Waldwinkel. Zum Arbeiten haben wir natürlich eine Handschuhe. Nein, ist auch im Zimmer. Das ist praktisch, da gehören Sie nicht her. Nein. Ah, sehr gut, bin ich Handschuhe. Also ich bin die Jogita Proseite, bin 19 Jahre alt und wohne nicht in Waldwinkel, sondern in Kolbing. Und also das, die Ausbildung hat mich schon gebracht, dass ich die Natur besser kennengelernt habe. Und es macht mir eine Freude, draußen an der Luft zu arbeiten. Ich bin der Haltmeier Florian, bin 21 Jahre alt und bin in Waldwinkel seit 2 Jahren, bin im 2. Ausbildungsjahr. Und ja, der Beruf Landschaftsgärtner gefällt mir recht gut. Man ist jeden Tag draußen, egal ob es regnet oder nicht. Und man macht verschiedene Sachen. Und im Waldwinkel gefällt es mir eigentlich schon recht gut. Man kommt unter Leid und man ist nicht allein. Und ja. Lernen tut man auch viel, also macht Spaß, ja.
schaut mal immer wieder, dass er so gerade seid mit der Linie. Ich habe da schon wieder ein bisschen Bauch. Für das kann man die Alulatten hernehmen. Die legt man dann einfach da her. Und dann sieht man die in der Mitte. Die sind schon ein bisschen zu weit. Da haben wir schon wieder so viel Abstand. Der ist jetzt klar. Der ist klar, den kann man gleich raus tun und kann man drehen. Ansonsten immer wieder die Steine so anschauen. Von oben her schauen, dass von oben her relativ rechtwinklig sind, gleichmäßig sind. Wir können auch gerne mal einen Stor zwicken, wenn du mal einen halberten Stor macht. Hast du schon mal gemacht? Nein. Dann machen wir es sofort. Ja. Schau mal her. Dann tust du mal da so einen Stor rein, da müssen wir ein bisschen drehen. Bisschen, dass der Stor gleich fest ist. Jetzt nimmst du mal das Teil und drückst einfach mal runter. Sehr gut. Ja, also ich bin der Vitus, bin 22 Jahre alt, komme aus Landkreis Rosenheim und mache da die Ausbildung zum Landschaftsgärtner. Der Garten- und Landschaftsbau ist ein guter Beruf heute. Und weil du machst Rasenpflege, dann pflastern, Hecken schneiden und das ganze Zeug. Also halt einfach Pflege draußen und schaust dir da, dass die Anlagen sauber haben. Gut, was tätst du jetzt da noch her? Ja, normalerweise ein U-Hackerl, das halt hebt, das dass hebt, der genau. Ding nicht aufgeht. Ja. Genau. So ein Pfahl tun wir normal in welche Richtung? Westen. Westen, warum? Wegen Wind. Weil der Wind meistens bei uns von Westen Witterung kommt. Witterung halt und so. Genau, liegt bei uns. Aus meiner Sicht ist Landschaftsgärten ein ganz cooler Job, weil man ist oft draußen. Es ist zwar manchmal nicht so schön, wenn es regnet oder wenn es recht warm ist, aber ansonsten ist das echt ein super cooler Beruf.